Hier praktisch, ne? Eine Feuerwache und eine Polizei. Polizei. So, dann rüste ich schon mal hier. Hier kommt die hin. Ja, und zwar nicht gleich ganz am Rand. Da will ich nämlich dann noch Bahnhof in so hinbauen. Bahnhof. Einen Bahnhof. Eine. Bau erstmal ein Stück aus. Das war jetzt nicht. Das war genauso geplant. Natürlich war es so geplant. Wer es anders behauptet, der lügt einfach. Eine Schiene. Schiene. Straße. Und dann baue ich eine besondere, falsches Ding, Gelegenheit, eine Universität. Baue ich sie da so. Was für ein Konstrukt. Ja, es ist ein bisschen groß. Richtig, ich muss da jetzt ja noch ein Stück abreißen, oder? Naja, ihr braucht noch Strom, ist mir noch egal. Wunderschön. Ja, da habe ich so von geträumt. Nicht wirklich, aber egal. Super. Bisschen Zeug dahin. Und dann ziehen wir 1, 2, 2, 4, 6, 8. Habe ich das nicht schön gemacht? Ja, ihr dürft mich jetzt loben. Lobt mich, verdammt! So, dann erhöhen wir das hier wieder auf 3. Wunderschön. Im Moment, hier kann ich doch einen Dreier hinbauen. Nee, kann ich nicht. Passt so. Lassen wir es einfach so. Ja, ich arbeite ja dran, ihr Pfeifen. Mann. Heult man nicht immer wegen jeder kleinen Kleinigkeit hier so scheiße rum. So. Ach. Nein. Psychologie, die geistige Gesundheit von Spieleentwicklern. Liebes Vorlesung, ja. Da brauchen wir noch nicht viel drüber wissen. Das kann gar nichts werden. So, haben wir noch ein Gebäude gebaut. Das sogar umsonst war, glaube ich. Ne? Geistierpark, das ist doch auch so. Ne? Ist schon ein größer, ja. Den könnte ich dann auch noch da irgendwo reinpropfen. Muss ich ja irgendwo noch reinpropfen. Freizeitpark, ach du Scheiße. Der nimmt auch 8 Felder ein. Da werde ich noch viel Spaß mit haben. Golfclub, auch nicht gerade klein. Traumhaft, nicht bezahlbar. Wissenschaftszentrum, das ist auch nicht bezahlbar, toll. Apropos, ich habe noch die Kraftwerke alle weggerissen, oder? Nein, das steht noch, tschüss. Das war die erst mal bis nächsten Monat, ob sie rumheulen. Nö, sieht nicht so aus. Gerade mal ein bisschen über die Hälfte. Ich mache mir da Sorgen. Ekelzität. Ja, Fusionsenergie ist Zukunft. Holzmarkt, was? 10? Achso, Million. Ah, 10, 100.000. Also, eine Million. 63% der Bevölkerung. Ah, ja, Gesundheit. Wow, wie auch immer ich das hinbekommen habe. Bildung. Da haben wir schon das Limit erreicht, fast, wie es aussieht. War das Limit nicht 150? Was soll das denn heißen? Ach, scheiße. Das ist so ein kleines Eckchen. Ach, der Uni wird geklaut. Ja. Typisch Studenten. Das sind halt Studenten, die klauen halt die Raben. Was erwartet ihr? Ich meine, das ist der Abfall der Gesellschaft. Da ist doch nichts zu gebrauchen.
Aber damit die Masse nicht rumheult. Wunderschön. Wie alles, was ich baue. Nein, nicht wirklich. Aber wenn ich jetzt schon mal hier baue, dann könnte ich ja gleich mal Gelände ebnen, versteht ihr? Gelände ebnen. Und dann da später ganz viel Bahnhöfe und so Zeug hinzubauen. Und um eine Verordnung noch zu erlassen. Und zwar die atomwaffenfreie Zone. Was? So kostet mich das Geld. Habe ich noch irgendwo Atomkraftwerke? Nee, oder? Nee, hey, keine Ahnung. Stell keine Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Hört endlich auf damit. Ach, ständig stellen mir meine Abonnenten dumme Fragen. 2, 4, 6, 8. Scheiße. Ups. So, ich hab da irgendwas Falsches wegen weggerissen. Habe ich hier gerade noch eine Straße hin? 2, 4, 6, 8. Oh, da geht's ja immer noch nicht auf. Was? 2, 4, 6. Nee, hat echt nicht. Doch, geht. Geht. Digga, hier noch eine Schiene. Dann geht's. Geht doch, sag ich doch. Hör auf mit zu widersprechen, Mann. Mann, oh Mann. Was ist das Jahresende? Ich hab mein Geld noch nicht ausgegeben. Das geht doch nicht. Geht doch nicht. Nur 60.000, was zur Hölle? Ich mach irgendwas falsch. Mal wieder. Ein Bahnhof. Muss der nicht im Prinzip auch an die Straße angeschlossen sein? Irgendwie schon so ein bisschen, ne? Drüben war der ja überall an der Straße angeschlossen, oder? Sieht prinzipiell erstmal gut aus. Ich weiß nicht, schließen einfach mal an. Ich brauch's wahrscheinlich nicht, aber... Details. Was ist das für Kleingeister-Details? Ich bin ein Genie! Ich kann mich nur um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. So, da haben wir Straßen gebaut, passt. So, wo war ich? Ach ja, richtig, Bahnhof. Bahnhof mit Straße. Ach komm, geh doch nach Hause. Das reimt sich jetzt so toll, deswegen habe ich es gesagt. Jetzt kann ich da, glaube ich, keine Schiene mehr drüber legen, oder? Ich hasse dieses Spiel. Leck mich doch. Das funktioniert. Ach, man muss es nicht verstehen. Nimm es hin. Akzeptiere das Unvermeidliche. Was mache ich denn jetzt für einen Scheiß? Bahnhof. Eine Bahnhof. Mit einem Bahn und einem Ofen. Warum auch nicht? Gut. Dann legen wir hier Straßen. Werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber hier geht es ums Prinzip. Um das Prinzip, noch viel mehr Chaos zu stiften in meiner Stadt. Das ist sowieso so ein riesiger Glaskasten und ich mache da meine kranken Experimente. Ich bin so böse. Ich baue vielleicht erstmal hier so die Straße fertig. Das geht vielleicht schneller, als wenn ich jetzt hier so ganz Milliarden Fitzelchen einzeln baue. Hoffe ich mal, denke ich mal, nehme ich an. Wahrscheinlich nicht, aber darum geht es schon lange nicht mehr. Darum ging es ja noch nie. Sagen wir es mal so. Es geht darum, dass ich immer wieder dieselben Sätze wiederhole. Und sich kein Schwein mehr irgendwas anguckt von dem, was ich hochlade. Außer er ist geistig behindert, aber das zählt ja dann nicht. Ja, genau, und der Zug fährt hier ins Leere. Genau. Mache ich auch immer so, wenn ich Zug fahre. Also ich fahre den Zug natürlich. Macht NRW-Boy bestimmt genauso. Bestimmt. Bin ich mir ganz doll sicher. So, wo ich mir jetzt eigentlich nicht mehr sicher bin, ist, wo habe ich angefangen? Also, wann habe ich angefangen? 2, 4, 6, 8. Moment, scheiße. Ich hab mich doch verzählt, verdammt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, das alles nochmal wegzureißen. Mist. So ein Mist.
So ein Mist. 2, 4, 6, 8. Mist. 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 Dann wird das eben nur 7. Gut, es wäre eh nicht aufgegangen, ne? Nee. Unten geht es nämlich genau auf, das heißt, es wäre nicht aufgegangen. Wie schade. Egal, wir bauen mal eine Bushaltestelle, eine Bushaltestelle. Da kann ja eine Bus halten an der Stelle. Deswegen heißt es Bushaltestelle. Ich weiß, das wusstet ihr noch gar nicht. Ihr seid geistig eben nicht auf meinem Niveau. Da könnt ihr sowas gar nicht wissen. So, hier noch. Und dort noch. Und da. Da auch. Und dann eine U-Bahn-Bahn-Verbindung. So, nein, hier nicht, aber da und dort und da auch nochmal und noch eins, weil es schön war. Nächste Sache ist dann ein kleiner Park. Und ein Brunnen. Halt dahin. So, bin ich ja fast schon fertig hier. Das mache ich jetzt sicherheitshalber auch noch. Ich weiß nicht, wie das so ist. Ich weiß nicht, wie der Spieler darauf reagiert. Mein Gott, da liegt eine Straße. Mir egal. Dumm. Da liegt vor allem. Die liegen da einfach mal so rum, die Straßen. Die sind ja nicht irgendwie reingeteert worden. Reingeteert. Auch ein schönes Wort. Nee, die liegen da einfach so rum. Kennt man ja Straßen. Kennt es bestimmt, wenn ihr mal Straßen findet. Im Mülleimer, original verpackt. Gut. Jetzt muss ich noch U-Bahn-Schienen legen. Jetzt ist da natürlich wieder nichts geebnet. Ach, das ist U-Bahn. Ich denke mir schon, wieso ist denn da kein Wasser, ey? Was soll denn der Unsinn hier? Müsste doch Wasser sein. Aber Wasser muss ich dann auch noch bauen, stimmt. Darf ich nicht vergessen. Hier gibt es ja noch gar keine U-Bahn-Schiene. Was ist denn hier kaputt? U-Bahn-Schiene legen. Jop. So, damit die scheiß Studenten auch was zu tun haben. So konnte ich da eben nichts reinbauen. Ach, weil ich kein Geld mehr habe. Toll. Ach, gerade noch rechtzeitig ausgehen vor Jahresende. Puh. Im Moment habe ich Angst gehabt, ey. Guck mal, die Steuer, muss ich irgendwie viel nachzahlen, das ist doch nichts. Kann ich hier noch irgendwo was hinbauen? Da geht noch was. Niemand steht hier im Stau. Niemand hat die Absicht, einen Stau zu produzieren. Den könnte ich im Prinzip abreißen, ich lasse es aber noch. Weil, warum denn auch nicht? Toll, total leer. 792 Stunden, hey, knackt bald die 1000. Dann crasht wahrscheinlich das Spiel einfach. Mein Gott, mehr als 1000. Tschüss. Politik. Notwendige Kenntnisse über die reale Arbeitswelt. Kurzseminar. Ja. Das kann ich mir richtig vorstellen. Apropos vorstellen. Ich habe da drüben noch irgendwo irgendwas gebaut. Das Kammerorchester von Forsaken. Oh Gott. Das klingt so schrecklich. Ich sollte mal den Gas geben. Ach richtig, ich hätte noch Wasser bauen müssen. Nicht so richtig, 60.000. Ach, das wird immer weniger. Das geht doch nicht. Achso, da will ich noch was reinbauen irgendwann mal. Richtig, ich erinnere mich. Hö! Was? Jetzt baue ich erstmal hier was, bevor ich das wieder vergesse. Und zwar baue ich hier einen kleinen Park. Oh, was ist jetzt los? Da starte die Aufnahme lieber mal neu. Das war eben schon ein heftiger Leck. Wasser, es gibt keine Wasserprobleme. Das ist bloß eine Erfindung der Medien. Wenn nicht sogar zwei Erfindungen, so.
Ihr wollt Wassers? Ja, gut. Ihr werdet heute Nacht bei den Fischen schwimmen. So viel Wasser lade ich in eure Häuser. Sagt doch gleich, dass ihr keinen Strom habt. Ich erfahre es dann wieder über die Nachrichten. Geht's noch? So, Ruhe jetzt hier. Drehen. Wasser. Nein, Wasser hatten wir jetzt durch. U-Bahn. Eine U-Bahn-Schaine legen. U-Bahn-Schaine. Schaine. Ine, Ine, Ine. Die Ines. Ja, die kennt man doch. Wie auch immer das ist. Wunderschön. Da unten gibt es kein Netz. Moment, doch, hier geht es irgendwo rüber, aber dann geht es hier nicht weiter nach drüben. Ach ja, richtig, mein wunderschönes U-Bahn-Netz. Wunderschön sinnlos. Total überzogen, aber was soll's. Wir haben ja die Kohlen. Noch. Gleich habe ich sie nicht mehr. So. Perfekt. Apropos perfekt. Ich habe ja die Kohle. Ich habe die Kohle. Die Kohle. Kunstgeschichte. Die Entwicklung der Marionette. Ja, klingt schon so spannend. Ein bisschen. Ich hasse es, Spiel. Ich hasse es. Geländeebenen. Erstmal so hier tun und dann mal so. Ich möchte erbrechen. Das geht doch so gar nicht. Was macht denn der Spieler überhaupt? Nein, das war zu viel. Nein, das ist zu viel. Ach, es ist ja nicht gerade. Jetzt vielleicht. Vielleicht. Ich glaube es eher nicht. Nein. Was zur Hölle baut das Ding da? Das habe ich doch so nie angeordnet. Da drüben hat es wieder alles völlig zerhackt. Was haben die Entwickler sich bei dem System gedacht? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Geht. Das ist scheiße. Muss man freundlich auszudrücken. Das wird nicht funktionieren, oder? Könnte funktionieren. Oh mein Gott, guckt wie gut ich bin. Guckt wie gut ich bin. Ich krieg da jetzt keine Straße mehr hin. Das Spiel macht mich wahnsinnig mit dem Brückenbauen. Vor allem funktioniert das dann halt so, dass ich es einfach wegreiße und. Also sage ich jetzt einfach gar nichts. So, dann kann ich hier gleich noch was bauen. Und zwar Straßen und Schienen. Scheine. Zum Fahren mit Zug. Kennt ihr vielleicht? Ihr seid ja alle so Assis im Zugfahren. Zugassis sehe ich euch. Nein, das ist nicht so das, was ich bevorzugen möchte. Kann ich da eine Schiene runterlegen? Ja, geht. So, dann muss ich sie jetzt nur noch auf die andere Seite wieder kriegen. Das ist jetzt wieder das Hauptproblem. Ebene ich erstmal hier so ein bisschen. Und ich ebne noch ein bisschen in die Richtung. Schienenbau, das Spannendste im ganzen Spiel. Einfach, was unglaublich nervtötend ist.
ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Was macht das? Was denkt sie das Spiel dabei? Das wird lustig. Wir ärgern diesen dummen Spieler, der glaubt, er kriegt das, was er will. Ich verstehe es einfach teilweise nicht. Egal, ich habe Brücken. Ich habe Brücken. Apropos, niedrige Steuern, ja, ja, was auch immer. Stimmung in der Stadt stinkt, toll. Okay, das hat sich erledigt, was auch immer der wollte. Gut, dann kann ich jetzt noch ein bisschen. Ja, das. Nein, nein, auch nicht. Yachthafen. So, dann habt ihr noch ein paar Yachthäfen. Noch ein. Jetzt habe ich wieder keinen Platz mehr. Muss reichen. Reicht. Fertig. Richtig, ich habe unten ja noch Yachthäfen gebaut, ne? Da habt ihr noch einen. Mit 400 Booten jeweils. Muss doch euch glücklich machen. Sei glücklich, verdammt.